Was geht ab, meine OZ-Fighto, Sarion bezüglich Dokkan Battle Global, haben wir heute das Banner-Preview für Super Saiyan Kid Trunks und Goten. Diese erscheinen nämlich zusammen mit The Legend Krillin am 1.6. ab 8.30 Uhr morgens unserer Zeit für Dokkan Battle Global. Jedoch, Freunde, werden wir nicht nur gleich anschauen, was die Charaktere drauf haben, sondern auch ihre Banner, sowohl als auch wie die Banner des Jubiläums aussehen werden. Denn nach diesen beiden, Ladies and Gentlemen, hallo? Okay, um echt zu sein, habe ich jetzt vergessen, wo ich war. Ich bin komplett rausgekommen. Aber ja, wir schauen uns das Banner an zu Goten und Trunks. Aber danach umso wichtiger für Global erscheint nämlich das Jubiläum mit Ui Goku und Evo Vegeta. Und die Banner sind halt crazy gut. Und vor allem, da jetzt Global das Coin Exchange Update hat, ist es natürlich umso besser, quasi sich die Stones aufzuheben für die Jubiläen-Banner, Freunde. Das Jubiläum beginnt auf Global Anfang Juli, Juli, 7. Monat. Bezüglich des Jubiläums, schaut an Erdokan, haben wir tatsächlich schon ein paar Infos, nämlich zum Release von Goten und Trunks ab dem 1. Juni ab 2 Uhr morgens unserer Zeit zu der Celebration, werden wir schon 6 Jahrestickets bekommen für das 6 Jahres, für das normale 6 Jahresticket Banner, einen ganzen Monat lang außen vorweg, nämlich vom 1. Juni bis zum, an der Stelle sollte das sein, bis zum 30. Juni. Ab dem 30. Juni ab 2 Uhr morgens unserer Zeit sollte dann für 7 Tage die Countdown Celebration anfangen und dann am 7. Juli, 7.7. wird dann das Jubiläum anfangen. Spätestens 2 Tage drauf sollten dann die Banner erscheinen, also 9.7. mit Ui Goku und Evo Vegeta. Freunde, am 1. Juni im Das müsst ihr tun Video zu der Celebration, Global Celebration zu Goten und Trunks, spreche ich natürlich dann mehr drüber, spreche ganz genau drüber, was ihr machen müsst bei, für die Missionen, damit ihr die Tickets schon mal vorab bekommt. Im Prinzip sind das echt einfache Missionen. Ich meine, ihr seht es auch schon hier, was hier so dran steht. Trainieren, Sie Awaken, Hauptsache einloggen, Freunde. Ganz wichtig, das wird ganz wichtig sein, bitte. Loggt euch einfach jetzt schon mal an. Fangt an, jetzt schon mal euch täglich einzuloggen. Ich will nicht mal, dass ihr spielt. Loggt euch einfach ein. Weil allein nur fürs Einloggen dann bekommt ihr im Endeffekt, wenn ihr euch 25 Tage eingeloggt habt, während der Juni-Celebration von Goten und Trunks, bekommt ihr 7-6 Jahrestickets schon. Free to play einfach. Diese 6 Jahrestickets, ich sag schon mal außen vorweg, klar, ich werde natürlich im Jubiläum nochmal genau drüber sprechen. Das sind aber, wie gesagt, die normalen 6 Jahrestickets. Das heißt, die bekommen wir zum einen jetzt auf Globe schon mal vorab. Mehr als über einen Monat einfach free to play über die Missionen. Und über dem Jubiläum selbst werden wir auch alles komplett Free-to-Play bekommen, weitere. Und diese Tickets, mit denen könnt ihr in einem Free-to-Play-Ticket-Banner, 6-Jahres-Ticket-Banner im Endeffekt dann sammeln, wenn das Jubiläum anfängt. Hier zieht ihr SR- oder SSR-Charaktere. Die Featured-Charaktere sind gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Wenn ihr Base Khalif da zieht, ey, für das God-Event, was im Jubiläum erscheint, wird sie maßgebend wichtig sein, beispielsweise im Team und so fort. Aber interessante für jedermann natürlich, nicht Featured LR sind dann ebenso in diesem Banner enthalten. Andere Sache ist, nicht zu verwechseln, wir werden da im Jubiläum selbst, wenn wir 3 Tickets bekommen. Das war Ticket Nummer 1, Freunde, normale 6-Jahres-Tickets, das sind im Prinzip einfach das goldene Ticket ist das mit der Zahl 6 drauf, merkt euch so. Dann gibt es aber noch goldene Tickets mit der Zahl 66 drauf und diese werden wir im Jubiläum selbst, im kompletten Jubiläum bekommen, also über die ganzen circa 5 Wochen werden die verteilt und gegen Ende könnt ihr dann mit diesen 66 Tickets, davon braucht ihr 66, die ihr Free-to-Play über das Jubiläum einsammeln könnt, könnt ihr dann einen garantierten LR-Multi raushauen. Ihr zieht dann 66 Charaktere, das sind die Featured-Charaktere und der letzte Charakter wird garantiert ein LR-Charakter sein, ein garantierter Nicht-Featured-LR. Also Dokkan-Fest-LR sind hier dann quasi nicht enthalten und exakt diesen Multi könnt ihr auch mit 205 Stones ausgeben im Jubiläum, aber nur damit ihr mal schon mal vorab gehört habt, okay, uns erwarten ein paar Tickets, ein Rainbow-Ticket wird es auch noch geben, dazu sage ich am Ende was, wenn wir über die Banner von Ui Goku und Evo sprechen. Sprechen wir jetzt aber mal über die nächsten Ereignisse, die uns auf Global erwarten werden, nämlich Goten und Trunks erscheint am 1. Juni 38 morgens unserer Zeit. Sie werden die Gifted Warriors-Kategorie hinzufügen, sind der Leader dieser Kategorie, sowohl als auch Kamehameha. Und die Prodigies Warrior-Kategorie sind quasi im Prinzip kurz genommen die Charaktere mit dem Link-Skill Prodigies mehr oder weniger. Ihr wisst, wer da drin ist, den Namen sage ich nicht aus, sonst geht wieder hier die Musikwelle los an der Stelle. Ja, aber ansonsten, Prodigies Warrior nehme ich an, da hat es ein, zwei wirklich keine schlechten Charaktere oder ein, zwei Rotationen, die man definitiv bauen kann in dem Leader-Skill von Goten und Trunks. Umso genialer ist halt der Leader-Skill oder dass er noch der Leader der Kamehameha-Kategorie ist, weil die Kamehameha-Kategorie ist auf jeden Fall eine sehr gute Kategorie, logischerweise. Und dementsprechend, Freunde,
geben sie als super physisch Charakter dieser Kategorie Gifted Warriors oder Kamehameha Ki plus 3 HP Attack 170% auf die Verteidigung 130%. Mit der Super Attack erhöhen sie Angriff für eine Runde, machen immense Damage. Sie haben eine Unit Super Attack. Mit der Unit Super Attack tun sie greatly ihren Angriff für eine Runde erhöhen, 50% auf den SL Multiplier für eine Runde, machen immense Damage und tun den Angriff der Verbündeten um 30% erhöhen für eine Runde. Die Bedingung für die Unit Super Attack ist, dass es einen Charakter in derselben Runde geben muss, in dem angegriffen wird, dessen Namen Trunks Kid oder Goten Kid enthält. Beispielsweise Elegon Goten zählt auch dazu, weil der Name Goten ist in Elegon Goten enthalten. Oder einen Krillin im Team. Nicht in der Runde, im Team. Richtig gut, weil der Krillin, der mit dem mitkommt, ist übertrieben gut, zeige ich euch gleich. Passive Skill auf den Angriff und auf die Verteidigung bekommen sie 150%, wenn sie eine Super Deck machen. Sie haben eine Great Chance, eine 70%ige Chance, weitere Attack und Death 50% zu bekommen. Nochmal eine Great Chance, weitere 70%, nochmal Attack und Death 50% zu bekommen. Sie bekommen Ki plus 1 bis zu 3 plus Attack und Death 10% bis zu 50% und eine Dodge Chance. Normalangriffe, Superattacks zu dodgen um jeweils 7% bis zu 30% mit jedem Angriff, den sie gedodged sind. Jetzt pass mal auf, das ist eine kranke Passive. Wie kommt das mit dem Dodge hier? Aber wie, also wie macht man diesen letzten Part am besten? Nicht indem man mit denen dann am, im Dupe System auf Dodge geht, sage ich mal, das nicht. Sondern mit dem Active Skill. Denn wenn man diesen Active Skill aktiviert, bekommen sie für eine Runde Ki plus 6 und dodgen jeden Angriff. Normale Angriffe und Superattacks für eine Runde. Geile Utility. Wann kann man diesen Active aktivieren? Wenn es einen weiteren Verbündeten gibt in der Runde, in dem angegriffen wird, dessen Namen Trunks oder Goten Kid enthält, ab Anbeginn der dritten Runde. Das ist so eine einfache Bedingung für ein Active Skill mit so einem Impact bezüglich Korrelation hier mit der Passive. Richtig geile Passive. Ich bin schon Fan von dem Charakter. Das ist ein wirklich sehr guter Charakter. Sein Leader Skill ist auch nice. Kamehameha und Gifted Warriors kombiniert. Auf jeden Fall sehr schöner Leader Skill. Unit Super Deck haben sie auch. Ist wirklich alles, also overall ein sehr geiler Charakter, definitiv. Goten und Trunks, so kann fest. Link Skill, The Innocence, Super Saiyan, Kamehameha, Prodigies, Budding Warrior, Prepare for Battle, Fierce Battle, Katori, Breed Saiyan, Joint Force, Movirus, Youth, Super Saiyan, Kamehameha, Gifted Warriors. Das sind ihre Sets auf 100%. Ihre Passive wird im Endeffekt komplett, wenn man alles aktiv hat. Alles. Wenn man alles aktiv hat, kommen sie auf Angriff und Verteidigung 500%. Und das ist krank. Also wenn die wirklich alles getriggert haben oder auch so, wenn sie mal nicht alles getriggert haben, ist es wirklich ein sehr starker Charakter definitiv. Ob man für sie summen sollte oder nicht, ist ein starker Charakter, wenn ihr Goten und Trunks feiert. So kurz vor dem Jubiläum, überlegt es euch, aber ich drücke euch die Daumen, wenn ihr summont. Ich wünsche euch sehr viel Glück. Ich werde tatsächlich nicht summon, ich konzentriere mich auf das Jubiläum, ihr wisst warum. So, Krillin kommt als Nebencharakter im Banner. Ein richtig guter Nebencharakter. Super Tech-Typus ist der Leader des Savis Katui. Sublead gibt in Ki plus 3 120% auf HP, Attack und Defense. Tut seine Verteidigung für eine Runde erhöhen, macht Supreme Damage auf den Angriff und auf die Verteidigung hat er immer 120%. Super Class Verbündeten gibt der Ki plus 2 Attack und 30% und zusätzlich weitere Ki plus 2 Attack und 30% für Super Class Verbündete. Und er selbst bekommt 120% auf den Angriff und eine Damage Reduction von 30%. Wenn es einen Charakter gibt, dessen Namen Trunks Kid oder Goten Kid enthält, in derselben Runde, in dem angegriffen wird. Ist es dein Ernst? Was? Das heißt, wenn er in der Rotation ist mit einem Goten oder Trunks Kid und oder, dann gibt der Superclass Verbündeten Ki plus 4 Attack und Death 60%. Wenn nicht schlimm, einfach Superclass, Freunde. Das ist richtig gut. Ki plus 2 Attack und Death 30%. Krillin ist ein Monster. Ich feiere diese Karte definitiv. Das war aber noch nicht alles. Denn zusätzlich 10%ige Damage Reduction und Superclass Verbündeten eine 10%ige Crit Chance, wenn man gegen einen Movie Boss Gegner kämpft. Links gilt Turtle School, Experience Fighters. Wir haben Courage, High Trackability, wir haben Solid Support, Kamehameha und Fierce Battle. Und in den Kategorien, in der vertreten ist, spielst du ihn halt als Superclass Supporter einfach. Rein und raus sortieren. Movirus, Kamehameha, Solo, so hat einen richtig starken Supporter bekommen durch Krillin. Earthlings, Saviors, Battle of Wits ebenso. Oh, Battle of Wits, geil. Und Turtle School, okay. Nächsten seine Sets hier an der Stelle auf 100% der Boy Krillin. Prime Battle alle Krillin könnt ihr an der Stelle natürlich farmen vorab, um die Esse von dem Boy zu erhöhen. So viel zu den beiden Charakteren. Zwei sehr starke Charaktere. Wie sah es mit dem Banner aus? Das war das Banner auf JP. Wie gesagt, Änderungen vorbereiten. Wie auf Global könnte sich das ein oder andere ändern.
zumal vor allem Asian Gordon Freezy, der war doch jetzt neulich online in dem Banner, ich habe nämlich mit den Coins geholt, ja logisch, in dem Banner von Goku GT oder Vegeta GT, einen von beiden. Jedenfalls waren auf JP 8 Charaktere featured, 5% aufgeteilt durch 8 Charaktere, 0,625 für einen der featured Charaktere, ansonsten 95% in dem Multi Sum nicht featured, SSR Garantie, 5% SSR Garantie. Und das wird das erste Banner auf Global sein, in dem ihr da quasi Überschuss eintauschen könnt, den ihr gegen jeweils Red Coins eintauschen könnt. Genau, ansonsten bekommt man halt noch logischerweise Red Coins, weil wir in einem Dokkan-Fest-Banner sammeln. Wenn du 5 Stones ausgibst, bekommst du ein Red Coin. Das waren die Featured-Charaktere, Freunde. Die beiden nice, Elegon, Gutin, auf jeden Fall, wenn man sie nicht hat. Wenn man noch Dupes brauchen kann, nimmt man definitiv an. Wie gesagt, Freezy könnte sein, dass sich ändert, dass da jemand anderes reinkommt. Gotenks ist gut. Ich feiere Gotenks. Definitiv wird euch mal hier mal da helfen. Vor allem Super Battle Road, sag ich mal. Müll. Also, was heißt Müll? In langen Events ist er gut. Gut, solide. Aber ja, das Banner ist, wenn wir das jetzt mal mit den Jubiläumsbanner vergleichen, müsst ihr selbst abwägen, ob ihr es summt oder nicht. Ich tue euch die Daumen, wie gesagt. Achso, genau. Es könnte vielleicht noch sein, dass Eletapion in Minosha vorgezogen werden. Kurz vor dem Jubiläum, weil Gohan und Goten gehen Anfang Juni live, für 3 Wochen sollten sie circa live sein und dann haben wir noch mehr oder weniger 3 Wochen, bis das Jubiläum anfängt. Könnte sein, dass Eletapion und Minosha da vorgezogen werden. Eletapion und Minosha selbst, ein geiler Charakter, jedoch sehr beschränkt, also sind mehr nice to have statt must have, deswegen auch wenn es dazu kommt, nehme ich Duncan an, skip ich zur Seite und dann geht's aber, dann geht's aber rund, Leute. Dann kommt das 6-jährige Jubiläum. July, 7.7. und 9.7. spätestens sollten die Banner kommen. Was heißt spätestens? Das sind jetzt grobe Einschätzungen, je nachdem, wegen der Mission auch. Wir haben ja gesehen, die Mission enden am 30. Dann sollte es üblicherweise erfahrungsgemäß 7-Tage-Countdown geben. Dann geht das Jubiläum los und spätestens 2 Tage drauf kommen die Banner. Deswegen auch diesbezüglich Änderungen vorbehalten. Aber Ui Gokus Banner auf Global wird natürlich außerhalb davon, dass innerhalb der 400 Stunden der 4. Multi kostenlos sein wird, wird es auch Tickets geben. Das ist der Bonus an Global. JP hat keine Tickets, die man zusätzlich bekommt beim Summon. So war es in der jüngsten Zeit und ich gehe auch davon aus, dass es so wird. Aber auch hier, also diesbezüglich nichts garantiert, Änderungen vorbehalten. Und dass eventuell der erste Durchlauf sowohl bei Goku als auch Vegeta vergünstigt sein wird. Also dass man für die 3 Multis, in denen man 1 Stones ausgeben muss, nicht 150 Stones ausgibt, sondern ein bisschen weniger halt. Aber wir werden ab der 2. Hälfte noch Rainbow-Tickets bekommen und das war crazy. Beziehungsweise können wir ab der 2. Hälfte dann Rainbow-Tickets ausgeben. Wir bekommen sie schon vom über das Jubiläum hinweg. Und mit diesen Rainbow-Tickets konntest du entscheiden, ob du in Ui Gokus Banner Free Summons raushaust. Entweder in Ui Gokus Banner, in Evos Banner oder in LA Android 17 und Golden Freezer Banner. Also das Jubiläum auf JP war richtig gut und auf Global wird es natürlich auch richtig stark werden. Ob so oder so, kommen wir mal zurück zu den Tatsachen. Ui Gokus Banner, beste Charakter in Game, wurde auf jeden Fall. Dann auf Global, netter Side-Charakter, nehmen wir an, L.A. Buhan. Richtig guter Charakter, L.A. Gohan, richtig guter Charakter. SJ4, guter Charakter, definitiv. Ich würde es nicht downreden, aber ja, nach dem Isei des Super Saiyan 4 sieht das Ganze ein bisschen anders aus mit ihm. Strength, Kaioken, Blue, starke Leader-Skill, je nach Event auf jeden Fall eine kranke Bombe, wenn er dann seine Spirit-Bomb raushaut, aber je nach Event auch kann er sehr gut Schaden nehmen, sehr gut Schaden kassieren, würde ich aber auch nicht so krass downgraden. Virus, guter Ram of Gods, sieht aber, nachdem er sein Isel bekommt im Jubiläum, könnte man auf den auch jetzt verzichten, weil er ist Kid plus 3, 106% Leader für Ram of Gods und er ist halt ein crazy Charakter, ein richtig guter Charakter. Also sein Isel kommt auch im Jubiläum, ist ein guter Charakter, definitiv. Golden Freezer natürlich Trash, könnte aber potenziell zukünftig Isel bekommen. Banner ist crazy von Ui Goku. Das war der Fuss. Aber ich habe ihn noch nicht gezogen. Wie kann das nur sein? Ja, den Zegge sein Banner ist auch crazy, Leute. Wir haben natürlich bei beiden Bannern 10 Featured Charaktere. Das sage ich erst jetzt, aber ihr habt es hier gesehen. 10 Featured Charaktere. Evo, genau. Eigentlich sollte ich dir genau den Mittelfinger reindrücken, aber ich beruhige mal. Freezy kommt auch am Start, richtig. Kranker Charakter. Krasse Charakter. Also ab und zu sehe ich, dass der auch irgendwie downgegradet wird, aber what? What? Bist du das so ein brutaler Charakter? Das ist overall alles, komplett. Links, Leader Skill, Pass, alles.
Das ist einer der gestörtesten und komplexesten Charaktere, die ich je in meiner Dokkan Battle Laufbahn Karriere gesehen habe, geschweige denn auf 100% bringen konnte. Ich habe leider den Zeiger nicht gezogen, aber ich habe, Leute, ihr müsst euch geben, ich habe den Evo-Banner 2650 Stones rausgehauen. Kein Evo gezogen, aber wenn wir mal annehmen, ich würde das im Banner von den beiden Boys raushauen zu ihrem Release-Banner, dann hätte ich sie mit nur 2650 Stones gerainbowt. In einem 10% Featured Banner. Also diesbezüglich war ich ultra lucky bei denen, weil ich hatte sie davor kein einziges Mal. Ich habe ihn 5-mal gezogen und ich kann wirklich sagen, es ist eines der geilsten Charaktere, die es in Dokkan hier gibt. Definitiv. Sam nämlich auch an Links-Level 10, hat ihn auf jeden Fall sehr gut getan. Selbes Team mit Goku. Kefra, nehme ich an, warum nicht? Vor allem für Peppy Goss Extreme Super Bad Road beispielsweise. Mit einem Double Kefra League kann man das Ganze schaffen. Ja, genau, du bist ein kleiner Trashboy. Mein Boy Majorita nehme ich auf jeden Fall auch an. Evo, klar, potenziell EZA, aber sowas von bin ich dabei. MVP 17 ebenso, potenzielles EZA. Und MVP 17 immer noch, nach seinem Release, nach all den Jahren, immer noch wirklich ein stabiler Charakter. Deswegen, ihr merkt auch schon, die Banner sind insane gut. Und zu Part 2 des Jubiläums kommt dann das LR-Banner. Und wie gesagt, ihr könnt hier auch die Rainbow-Tickets raushauen oder dann bei Vegeta. Ja, die Rainbow-Tickets bekommen wir auch zusammen mit dem 6-Jahres-Ticket und 66-Tickets über das Jubiläum hinweg. Aber erst ab dem Release zu dem Banner konnten wir die Rainbow-Tickets raushauen. Und selbst danach haben wir noch Rainbow-Tickets bekommen. Also das Jubiläum ist wirklich sehr stark. Das ist jetzt ein Top-LR-Banner. 2 LR sind featured. Logischerweise, die anderen LR sind nicht featured. Ach ja, apropos, LR Super 17 wird in dem Banner natürlich dann auch nicht featured sein, weil LR Super 17 auf Globe schon rausgekommen ist. Und sollte Tapion auch vor dem Jubiläum kommen, dann wird er auch hier nicht featured im Banner sein. Deswegen nehme ich einfach einen Tapion-Release an vor dem Jubiläum. Easy Skip. Und dann wäre er auch hier drin. Und wer weiß, wenn man hier reingeht und ihn zieht. Angenommen, mitgenommen, definitiv. Freunde, so viel zum heutigen Banner-Preview-Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich bin hyped aufs Jubiläum. Geht bald los. In Legends demnächst. In Dokkan noch im Monat. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace.